Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Hinter mir seht ihr den Deutschen Bundestag, denn ich bin auf dem Weg und treffe dort die Vize-Fraktionschefin der CDU-CSU-Fraktion, Nadine Schön. Wie ihr wisst, habe ich letztes Jahr ein Buch geschrieben, das Neuland heißt, und deswegen hat es mich natürlich sehr interessiert, als ein Buch herausgekommen ist, das Neustart heißt. 103 Vorschläge zur Neugestaltung von Staat und Politik werden darin versprochen, und eine der beiden Hauptautoren ist eben Nadine Schön, und da gehe ich jetzt hin. Hallo Frau Schön, da sehen wir uns wieder. Heute trifft nämlich Neuland, Neustart. Wie viel CDU steckt jetzt in dem Buch und wie viel parteiübergreifende Kompetenz? Es gibt insgesamt über 60 Abgeordnete und Experten, die mit daran beteiligt waren. Etwa die Hälfte davon sind Bundestagsabgeordnete und die Hälfte davon sind Experten. Und ich glaube, es ist eine gute Mischung, aber es ist natürlich das Buch von Christdemokraten. Genau. Sind Sie jetzt eher Autorin des Buchs oder Herausgeberin von der Rolle? Also wenn Sie das Buch lesen, ist das kein Sammelsurium von einzelnen Beiträgen. Das ist ja ganz oft so bei politischen Büchern, dass da jeder mal aufschreibt, was er immer mal aufschreiben wollte. Im Gegenteil, das ist ein durchgeschriebenes Buch mit einem roten Faden, und Thomas Heilmann und ich sind die Autoren und die anderen haben eben mitgewirkt, sind Co-Autoren. 103 Vorschläge. Was ist der rote Faden für Sie, also der Grundtenor? Ja. Der rote Faden ist der, dass wir am Anfang sehr deutlich die Megatrends beschreiben, die unsere Gesellschaft und unser Land verändern. Das ist zum einen der Klimawandel, der hinterfragt alles. Das ist zum zweiten die Digitalisierung, die sämtliche Geschäftsmodelle auf den Kopf stellt. Das ist zum dritten eine wirklich massive neue internationale Konkurrenz, vor allem aus dem asiatischen Bereich, aus China, die mit einer wahnsinnigen Dynamik voranpreschen, aber auf einem ganz anderen Wertefundament. Das ist zum vierten eine neue gesellschaftliche Erwartung an den Staat, an die Funktionsfähigkeit des Staats, und gleichzeitig eine Polarisierung, die wir haben. Also es ist auch so ein bisschen eine Frustration teilweise. Und wir haben als fünften Punkt dann noch die Pandemievorsorge rausgegriffen, weil wir halt schon sehen, das wird nicht die letzte sein. Und das ist auch eine der großen Herausforderungen. Unsere These ist dann, diese Herausforderungen sind so groß, dass unser Staat die in dem Setting, wie wir es jetzt haben, nicht bewältigen kann. Und deshalb brauchen wir große Reformen, um unseren Staat funktionsfähig zu machen. Im ersten Kapitel steht, ein nicht leistungsfähiger Staat verliert erst seine Kompetenz, dann das Vertrauen und dann seine Macht. Wo stehen wir heute? Wir alle stellen ja fest, dass unser Staat, unsere Verwaltung an ihre Grenzen kommen. Wir haben extrem komplexe Themen, den Klimawandel, aber auch im Kleinen, im ehrenamtlichen Bereich haben es Ehrenamtler mit einer Menge von Vorschriften und Regularien zu tun. Und viele sagen, ich komme hier an meine Grenzen, ich will was tun für die Gesellschaft, aber bei dieser ganzen Regulierungsthematik, da bleibt gar nicht mehr die Zeit für das Wesentliche. Und wir nennen das Komplexitätsfalle. Das ist eine Komplexitätsfalle, in der wir stecken. Jedes dieser Gesetze und jeder der Regularien war mit gutem Grund gemacht worden. Die sind ja nicht gemacht worden, um irgendwelche Leute zu ärgern, sondern immer mit gutem Grund. Aber die Kombination all dessen macht manche Sachen wirklich extrem schwierig und komplex. Und das wollen wir ändern. Wir wollen raus aus dieser Komplexitätsfalle, und deshalb müssen wir die Strukturen ändern. Unser Land ist funktionsfähig, das haben wir ja jetzt auch in Corona nochmal gemerkt. Aber es könnte noch funktionsfähiger und vor allem noch schneller sein, wenn wir bereit wären, Sachen zu ändern. Da habe ich ein bisschen gestutzt, weil Sie haben auch geschrieben, die Krise macht deutlich, zu welchen Leistungen wir im Zusammenhang mit Corona in der Lage sind oder auch der Staat. Nun ist ja die Corona-Krise gerade eigentlich ein Beispiel, wie es nicht auf dem regulären Weg entschieden und gemanagt wurde. Ist das das Vorbild für die Zukunft? Schneller, entschlossen, machtvoll, nicht so viel Opposition? Nee, wir müssen uns genau anschauen, was sind gute Sachen, die wir mitnehmen wollen, und was sind auch Sachen, die wirklich aus der Not geboren waren und die wir nicht wollen als Dauerzustand. Wir machen oft Gesetze nachts in irgendwelchen nächtlichen Verhandlungen, die dann dazu führen, dass am Schluss der Sachbearbeiter in der Verwaltung sagt, Was wollten die denn eigentlich? Und da müssen wir eben auch selbst besser werden. Schnell was entscheiden, ein Feedback holen, was funktioniert nicht, und dann auch den Mut haben, Sachen nochmal zu korrigieren. Das sollten wir mitnehmen. Okay. Aber dass wir jetzt die Regierung alles machen lassen, das wollen wir natürlich nicht. 103 Vorschläge stecken da drin für eine Reform von Politik und Staat. Welche sind Ihre drei Highlights?
Also nochmal zur Lesbarkeit vielleicht. Also man kann es ganz gut lesen. Ne? Man denkt ja jetzt hier so ein Kilo Buch über 300 Seiten Politik-Sprech, um Gottes Willen. Übrigens auch viele Informationen. Blockchain-Thema habe ich da zum ersten Mal richtig verstanden. Das sagen viele lustigerweise, dass sie zum ersten Mal nach dem Kapitel Blockchain verstanden haben. Was sind meine Lieblingsvorschläge? Der wichtigste ist natürlich die Kombination dessen, dass wir jetzt nicht nur an einzelnen Symptomen rumdoktern, sondern wirklich radikal die Prozesse überdenken, in der Gesetzgebung und in der Verwaltung. Wir wollen ja im Prinzip die Verwaltung auch komplett neu aufsetzen. Mhm. In unseren Augen arbeiten die Ministerien viel zu wenig zusammen und vernetzte, komplexe Themen muss man auch vernetzt und komplex von Anfang an planen, angehen und abwickeln. Das eine hat mir natürlich besonders gut gefallen als dieser DAD, das DAD. Das DAD. Ach so, ja. Stimmt. Der digitale Assistent für Datensouveränität. Können Sie das mal kurz erklären? Der Grundbefund ist der, dass wir ja sehr viele Daten ständig abgeben und gerade die großen amerikanischen Plattformen viele unserer Daten haben und die auch nutzen. Und wir haben da auch in alles eingewilligt. Ehrlicherweise versteht doch keiner so richtig, in was er da eigentlich eingewilligt hat. Im Zweifel macht man alle akzeptieren. Herzlichen Glückwunsch nach Amerika. Die haben nochmal alle Daten. Aber der kleine Heizungsbauer bei mir um die Ecke, der sein neues digitales Geschäftsmodell ausprobiert und fragt, darf ich deine Heizungsdaten haben? Sag ich, nee, ich gebe doch nicht dem meine Daten über meine Heizung. Das ist völlig absurd. Mhm. Und das Datencockpit soll es leisten, dass man selbst als Nutzer Voreinstellungen machen kann und dann die Plattform oder die Homepage oder was auch immer da in der digitalen Welt mir begegnet und Daten von mir haben will, abcheckt, welche Datenschutzeinstellungen hat die denn so grundsätzlich angegeben. Mhm. Dass ich sage, okay, alles rund um mein Auto, da teile ich alle meine Daten, weil ich auch will, dass die Systeme sich verbessern. Mein Leseverhalten, das will ich nicht teilen, weil das geht mir viel zu sehr in meine persönlichen Vorlieben. Das wollen wir einfach transparenter machen. Man kann seine Voreinstellungen machen. Die Plattform muss das abrufen und dann hat man den Spieß eigentlich umgedreht. Eine Treuhandverwaltung für Daten. Genau, und die Datentreuhand, also die Begriffe überschneiden sich ja teilweise immer so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion. Diese Treuhand kann es leisten, dass jemand für mich auch Daten sammelt, damit auch der Wechsel zwischen verschiedenen Plattformen einfacher ist. Und das gibt uns allen mehr Souveränität und mehr Selbstbestimmung zurück und stärkt aber vor allem dann auch den deutschen und europäischen Markt. Mhm. Also der digitale Gedanke, was ja auch ein bisschen Ihr Spezialgebiet ist, glaube ich, der geht ja durch alle Bereiche durch. Und jetzt beim Thema Bildung ist die Digitalisierung von Schule bei Ihnen besonders stark im Fokus. Mhm. Mich hat eigentlich immer was ganz anderes am meisten gestört, nämlich dass Menschen meine Kinder unterrichten, die aus der Schule, durch die Schule, in die Schule gegangen sind und nie was anderes gesehen haben. Dazu habe ich jetzt aber nichts gefunden. Das Thema haben wir drin beim Thema, wie soll die Verwaltung der Zukunft aussehen? Mhm. Versuchen Sie heute mal als diplomierter Chemiker oder wie auch immer in den öffentlichen Dienst einzusteigen mit ein paar Jahren Berufserfahrung. Das ist fast unmöglich. Dabei könnten wir Kompetenzen von einer Psychologin mit 15 Jahren Berufserfahrung oder von einem Sozialarbeiter, der 20 Jahre im Brennpunkt gearbeitet hat, die könnten wir in unserer Verwaltung erstmal im öffentlichen Dienst sehr gut gebrauchen. Mhm. Und deshalb fordern wir eben, dass auch der Quereinstieg möglich sein muss, dass es auch möglich sein muss, mal für ein paar Jahre für den öffentlichen Bereich zu arbeiten. Wir wollen im Prinzip so einen Talentpool schaffen, auf den kann man sich bewerben. Und aus diesem Talentpool rekrutieren die Ministerien dann ihre Stellen. Und das kann man zum Teil auch eben auf Schule übertragen. Ich finde es schon richtig, dass Lehrer auch eine pädagogische Ausbildung haben. Das ist schon ganz wichtig. Aber ich traue natürlich auch jemandem zu, der schon 10 Jahre als Psychologe gearbeitet hat, dass er dann nochmal mit einer Weiterbildung, einer pädagogischen, ein paar Jahrzehnte ins Schulleben geht. Warum denn nicht? Was ich auch rauslese, das Ding heißt ja auch schon Neustart. Ich sehe jetzt auch nicht direkt, dass Sie in Frage stellen, dass es einen starken, mächtigen Staat braucht. Mhm. Dass es eine große Verwaltung braucht, eine vielleicht noch immer größere Verwaltung, die vielleicht durch ein immer höheres Steueraufkommen finanziert wird. Ist das richtig? Das ist grundsätzlich richtig. In unseren Augen war in der Vergangenheit dieser Ruf nach Staatsverschlankung der falsche Weg, weil er dazu geführt hat, dass die öffentliche Verwaltung heute nicht mehr in der Lage ist, ihre Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Mhm. Also gerade Bauprojekte dauern ewig, weil einfach in den Behörden die Leute gar nicht da sind, diese ganzen Genehmigungssachen machen können. Deshalb ist jetzt nur der Ruf nach einem schlanken Staat im Sinne von
misch dich nicht ein, halt dich draußen und wir bauen Leute ab. In unseren Augen der falsche Weg, weil wir schon glauben, dass man Sachen auch regeln und regulieren muss. Was wir aber wollen, ist, dass wir die Leute, die wir haben, dass die einfach besser arbeiten können und effizienter arbeiten können. Dass es eben nicht dazu führt, dass wir so einen großen Staat haben, dass die Sachen immer komplexer und immer mehr werden, sondern im Gegenteil, dass die dazu führen, dass es schneller und besser wird. Wir haben ja heute in vielen Bereichen, Stichwort Kinderzuschlag, staatliche Leistungen, die werden gar nicht abgerufen. Und wir wollen eigentlich, dass die Leistungen, die wir zur Verfügung stellen, die die Steuerzahler auch bezahlen, dass die Menschen die auch abrufen können. Und dann ist es mir egal, ob wir 10 mehr oder 10 weniger haben. Wenn das mehr dazu führt, dass wir unsere Ziele erreichen, dann ist es okay. Ja, vielen Dank. War schön. Es war schön. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert, was ihr in einem nächsten Video hören und sehen möchtet. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.